Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatons. Heute packen wir Super Mario 3D World für die Nintendo Wii U aus zum zweiten Mal. Weil das Spiel habe ich mir damals, wo ich mir eine Wii U geholt habe, war das dabei mit Pikmin. Und wieso denkt, fragt euch jetzt, wieso holt er sich das Spiel nochmal? Das hat sich mein Bruder geholt und er mag die Zelleck Edition nicht. Mich stört die persönlich gar nicht, deswegen tausche ich das öfters mal mit denen aus, wenn das den so stört. Und deswegen seht ihr nochmal ein kleines Unboxing und so kann ich euch das Spiel ein bisschen näher bringen, falls ihr eine Wii U habt und euch das nie gekauft habt. Ja, hier haben wir dann die Select Edition, die werde ich auch dann nochmal mit der normalen Fassung vergleichen. Vom Cover her natürlich gleich, außer das goldene hier, beziehungsweise das rote. Und wenn euch das Spiel interessiert, unten in der Videobeschreibung habe ich den Launch-Trailer verlinkt. Beide Versionen ab 6 Jahren, auch das Cover und so ist alles gleich. Hat er sich wohl bei Saturn vorbestellt. Und ich denke mal, bei den Select Edition ist das immer. Hier war ein Blättchen dabei, da wird kein Blättchen dabei sein. Ja, und ich kann das Mario-Spiel ohne Bedenken empfehlen. Es ist natürlich kein Mario Odyssey. Aber es ist ein sehr gutes Mario-Spiel, wie ich finde, was man auch sehr gut mit Freunden zusammenspielen kann im Koop. Hier haben wir dann nochmal die Fassungen. Gucken wir mal rein, was in der Select Edition dabei ist. Einmal in die Disc. Dann haben wir hier nur die Hinweise und diese typischen Anleitungen, die bei Nintendo damals immer öfters dabei waren bei der Wii U. Bei der Erstauflage haben wir auch dieselbe Disc, wie ihr seht. Und eine kleine Faltanleitung. Zwar jetzt nichts Besonderes, aber ich fand das damals noch immerhin ganz nett. Warum das bei der Zelecke dich nicht dabei ist, frage ich mich immer. Aber gut, da müsst ihr Nintendo fragen. Da haben wir dann nur diese ja, Hinweise bekommen für diese Digital-Demos und Spiele. Finde ich natürlich bei der Erstauflage besser. Aber wie gesagt, mich stört das jetzt bei der Zelecke dich nicht so sehr. Ich finde es so ein bisschen komisch, dass Nintendo da keine Anleitung beilegt, beziehungsweise das Blättchen. Aber gut, das spart Geld. So sieht Nintendo wohl das. Ja, kann ich das Spiel empfehlen. Wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Kann ich jeden empfehlen, der eine Wii U hat. Vielleicht kommt ja mal ein Switch-Port, würde ich auch begrüßen. Weil das ein Spiel ist, was unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Das ist, wie gesagt, kein Mario Odyssey, aber ein trotzdem sehr charmantes Mario, was man gut mit seinen Freunden im Koop spielen kann. Ich fand es toll. Sieht auch schön aus. Und ja, guckt euch an, den Trailer. Ansonsten bin ich jetzt weg. Das Ganze habe ich auch schon mal für Pikmin gemacht, falls euch das interessieren sollte. Für Pikmin 3, das werde ich euch mal hier oben verlinken. Und könnt euch auch ansehen, wenn ihr möchtet. Ansonsten viel Spaß mit der Nintendo Wii U noch weiterhin, wenn ihr das noch nutzt, wie ich. Oder mit anderen Konsolen eben. Bis zum nächsten Mal, euer Gabatons. Ciao.